So, hallo, ich begrüße euch. Wir sind hier in einem kleinen, ja, Tunnel, Schrägstrich Streuen, Schrägstrich Bunker. Und ziemlich eng, ziemlich staubig. Den wollten wir euch gerne mal zeigen. Und wir wissen nicht viel über diesen Tunnel. Wir wissen, früher zu Zeiten des Weltkrieges war hier angrenzende Gießerei, da die ist heute nicht mehr. Und in solchen Produktionsstätten war es oftmals so, dass die Primärziele für Luftangriffe waren und deswegen wurden so meistens kleine Stollen und Bunker gebaut oder auch quasi schon vorhandene Sachen genutzt, um natürlich dann bei Luftangriffen Schutz zu suchen. Wir vermuten, dass das jetzt einer dieser Orte ist. Und ja, da wir nicht wissen, was hier ist, machen wir jetzt einfach mal so, ich sag mal, eine Untersuchung ins Grüne hinaus. Schauen, ob wir irgendwas finden, weil, wie gesagt, ohne Geschichte kann sehr spannend sein, aber wie gesagt, man weiß nicht vorher, was ist. Mal schauen, ob wir es finden. Ich nehme euch jetzt von Anfang an hier gleich mit. Ihr werdet sehen, das ist extrem eng. Der Jan hat sich auch schon durchgequetscht. Wir waren jetzt schon ein paar Mal unten. Und ja, ich quetsche mich jetzt auch mal durch. Nicht wundern. Hier ist alles glatt und rutschig. Ihr seht, die Wand hier scheint Schiefergestein zu sein. Klar, der Ziegel, der ist nachgebaut. Und wenn man nach unten schaut, hier ist schon einiges runtergekommen. Schwer zu sagen, ob das witterungsbedingt ist oder ob das noch Reste sind. Draußen ist es feucht warm, so um die 20 bis 25 Grad mit leichten Regen, aber hier ist es immer feucht unten. Und ja, gehen wir einfach mal jetzt wirklich in die Tiefe rein. So, Daumen drücken, dass es mich nicht hinhaut. Deswegen wird es jetzt ein bisschen holprig. Hier ist es super eng. Das sieht man im Video nicht so gut. Aber die Breite ist locker nur ja, so 70, 80 cm bei einer Höhe von 1,50. Wird jetzt aber gleich besser. So. Ja, hier sieht man die Balken, die einstmals gestützt haben. Die sind auch gar nicht mehr dran. Sieht auch toll aus hier mit diesem kleinen geperlten Wasser. Sieht man richtig was, wenn das jetzt von oben kommt hier. Deswegen hier tropft es aktuell auch ein bisschen. Wir haben hier eine relativ hohe Luftfeuchte. Und hier unten ist es ungelogen locker 10 Grad kälter. So, das ist jetzt der Gang quasi mit der stärksten Wärme, die wir aktuell haben. Mit dem Auge können wir bis hinter sehen. Aber wie ihr seht, die Kamera kann das nicht ganz auffangen. Das, was wir sehen, wenn wir das Licht wegmachen, jetzt wo wir reingestiefelt sind, werden Licht, aber wenn ich das Licht mal wegmache, sieht man nur noch das. Ihr seht gar nichts. Wir sehen hinten nur da, wo ein Ausgang früher mal wohl war, noch ein kleines Restlicht. Was der Jan jetzt mal macht, ist, der leuchtet hier mal kurz mit dem UV lang. Und ihr seht, bei diesen Schieferablagerungen gibt es eine Linie, die luminisiert. Kannst du mal hier Wand leuchten, wo es runterläuft? Ja, hier. Ja, und hier, wo quasi das Wasser an der Wand langläuft, wird irgendwas ausgewaschen, was luminisiert. Das ist für Parapsychologie jetzt nehmen Sie erstmal nichts Besonderes, wenn es nicht mit dem Phänomen in Verbindung ist. Hier ist halt eine ganze Schicht, ne, die luminisiert. Genau. Wie gesagt, erstmal uninteressant aus parapsychologischer Sicht, aber aus mineralogischer Sicht könnte es schon was sehr Spannendes sein. Ja. Kannst du mal ein bisschen weiter leuchten aus dem Umkreis hier? So, hier oben ein bisschen. Das ist die Decke. Das ist, die Gott, aber da ist nicht wirklich was. Ah, hier ist auch noch ein bisschen ja, was. Oh, das sieht man sehr gut. Ja, da sieht man diese helle Schicht. Ich mache jetzt mal Licht drauf. Das ist diese weiße Schicht, die luminisiert und das ist ein Zeichen dafür, dass da irgendein Stoff ist, der tatsächlich ein höheres Energieniveau durch UV-Licht erreicht und das in Form von normalem Licht abgibt. Wie ist denn das mit der weißen Stelle da? Die müsste doch dann auch. Ha, die? Wow. Die sieht auch cool aus. Okay. Ja. Ja, aber was das ist, weiß ich nicht, ob das Kalk ist. Kann ich nicht sagen. Hier unten siehst du auch nochmal die ganze Ablagerung. Ne? Genau. Dazwischen auch nochmal die Steichschicht. Ja. Yeah. Anscheinend eine Trennschicht hier. So schnell kann ich nicht. Achso, ja, sorry. Ansonsten siehst du hier nicht wirklich was, ne? Nee. Okay, dann wollen wir weitergehen. So, weil es jetzt so dunkel ist, machen wir das so, wenn wir nur zu zweit sind. Ich habe hier so ein bisschen das Licht, Jan leuchtet mit UV-Licht und hat das EMF in der Hand. Und ich werde versuchen, das so einigermaßen zu dokumentieren. Deswegen, Jan, ich halte ein bisschen auf das EMF hauptsächlich drauf. Ja. Wenn du was Spannendes mit UV siehst, gibst du Bescheid. Ja, das kann ich machen. Problem ist, wenn hier, du... Sorry. Ja, hier ist ein Nebengang.
Der ist extrem schlammig. Ich versuche mal ranzugehen. Also es sind so 10 cm Schlamm mindestens, vielleicht sogar noch ein paar mehr. Ja. Ich werde mich dann gleich da reinwagen. Der Jan wird draußen bleiben. Aber wenn ihr mal schaut, das ist oben, ich gehe jetzt nur mal rein, wie eine Tropfsteinhöhle. Also ganz krass, natürlich keine Stalaktiten oder so, aber trotz allem sieht das geil aus. Kannst du mal mit dem Vater hochleuchten, ob das auch luminisiert? Ja, nee, wieder nur die eine Schicht. Ist ja, die links. Ja, es ist wieder die eine Schicht, die luminisiert. Aber ich bin mit der Kamera zu weit weg, die kriegt das nicht aufgenommen. Na gut. Ja, aber ansonsten ganz krass. Vor allem in der Mitte haben sie wirklich schon so Pfützen. Ich muss mal schauen, wie ich dann hier da lang komme. Wir machen erstmal den Hauptgang weiter. So, hier hat einer mit gelber Farbe angemalt, aber... Ja, aber das ist glaube ich, nach dem Bau. Ja, das wird noch nicht wahr. So. Ja, die Balken liegen, wie gesagt, schon überall quer. Man sieht hier noch, hier war so ein Stahlkonstrukt, das die Balken miteinander verbunden hat. Aber an sich sieht das gar nicht mal so brüchig hier aus. Ich muss mal kurz den Jambreiter verfolgen. Ja, dann mal rüber. Ja. Kann nicht hängen. Ist nur schwer, die Leute mitzunehmen. Ja, das stimmt. So, mein Guter. Guten ja. Leuten, dass ich mir die langlege hier. Hier ja. Rechts hast du wieder luminisierende Sachen. Ich geh mal kurz da rein. Moment. Ja, warte. Ja, siehst du da? An der Wand, so, die ganze Wand. Ja. Ich muss mal kurz weiter. Kannst du mal drauf leuchten? Ach, du bist da unten, okay. Ja, überall halt, ne? Ja. Die ganze Wand hier. Ist interessant, das sieht sehr oberflächlich aus hier in dem Fall. Ja. Das sieht nicht so tiefgehend aus, nicht so wie... Das ist wie ausgewaschen, ob das quasi von da oben irgendwo kommen würde. Aha. Oh ja, guck mal da oben. Ah, da ist ja. Eine ganz große Schicht. Ja, ich sehe es. Ich glaube, die Leute können das auch sehen. Problem ist, kriege ich ihn auf die Kamera drauf? Ja. So, da seht ihr, da hängt eine Wurzel und genau am Ende hat sich gerade ein Tropfen gebildet, wo das ausgewaschen ist. Und das sieht total toll aus in der Lumineszenz. Auf jeden Fall. Gut, wird an der Toto geholt. Naja, die Natur ist ja auch Wissenschaft in dem Sinne. Oh ja, hier geht es auch nochmal rechts rein. Ja, das ist dann, habe ich schon so gesehen, ja, wie ein U. Aber hier sehen die Balken auch interessanterweise noch stabil aus. Ja. Die haben noch ihr Grundkonstrukt, wie man es so erwarten würde von so einem Schacht. Mal kurz Licht aus, aber irgendwas sieht man da rein. Also weit geht er. Ja, in der UV. Ich weiß. Deswegen, da sieht man nicht wirklich was. Da oben sieht man nochmal hier da, siehst du? Oh, ja, ich stehe gerade in einer fetten Pfütze. Ja. Achso, sorry. Nein, ist doch gut. Da oben nochmal hier das, ne? Ja, also, wie gesagt, man sieht hier überall, dass etwas ausweichen wird, was luminisiert und ich krieg's auf den Kopf. Okay. Besser nicht. Hm? Mein Bruder, besser nicht. Habe ich aber gerade, stand im Regen. Ach, gut, okay. Ein Tröpfchen ist ja nicht egal. Nee. So. Und hier, ich muss mal kurz hier einen Schwenk machen, entschuldige Jan. Ja, nochmal der Blick zurück, quasi vom Eingang. Kann ich noch ein bisschen weiter? Ja, man kann es erkennen. Das sind wir jetzt gelaufen, das sind so, wie viel das sein? 10 Meter? Ungefähr, ne? Ja, so 10 Meter. Ja, so 8 vielleicht. Und dann sieht man, das ist quasi stollenartig. Jetzt nach diesen 10 Metern kommt noch ein bisschen, noch mal etwa dieselbe Strecke. Und jetzt wechseln wir auf eine Struktur um, die eher wie ein Bunker aussieht. Man sieht hier, das ist komplett anders. Der Fels ist massiv. Einfach die Tür. Ja, hier war auch mal ein Stück zurück. Hier war auch mal eine Tür. Damit war dieser Teilbereich abgesperrt, separat. Okay, das Glas am Boden. Ich dachte, was ist das? Ja, gut. Aber wie ihr seht, das hier ist dann irgendein Beton, Zement. Ja, hier graben wir Wasserleitungen, aber die sind ordentlich durchgerostet, ne? Ja, wahrscheinlich für die Entwässerung. Ja, klar. Oder halt nur Luft, ne? Weiß ich nicht. Je nachdem. Oh ja, der Rost hat sich ganz tief reingefressen. Oh ja, hier hast du den Schimmel, glaube ich, oder ist das hier? Nee, ich glaube nicht. Nee, stimmt, das ist ein Ausfall von Calcium, würde ich sagen. Ach, Calcium sei schon. Nee, ist richtig. Calciumcarbonat, glaube ich, genau. Müsste Kalkstein sein, ne? Also seht, hier hat es sich direkt aus den Rohren rausgewaschen. Das heißt, hier fließt noch irgendwo das Wasser durch die Rohre teilweise weiter und ja, hier ist dann Ende im Gelände und fließt raus. Jo. Sonst ist hier, glaube ich, nichts auf dem Boden. Das EMF hast du auch die ganze Zeit im Auge? Die ganze Zeit, ja, ich habe schon... Ist alles quasi auf... Ist alles bei unter 1,5. Ja. 1,5 oder niedriger. Also quasi fast nichts. Ja, für eine Grundmessung ist das ja auch okay. Ja, klar. Ja, so, hier ist nochmal eine ganz alte Holztür. Da unten, das ist, wo ist wahrscheinlich da, hier ist es. Du meinst den? Mach mal Licht aus. Obwohl, nee, das ist... Nee, das ist normale Reflexion.
Ja. Aber es sieht gut aus. Die Kamera sieht besser aus als nicht. Ja. aber man sieht, der Bereich, wo wir jetzt hier gerade sind, war einmal hier mit dieser Metalltür abgesperrt. Von der einen Seite, quasi, ich nenne es ja von der Bergwerkseite. Und von der anderen Seite, von der Bunkerseite, war hier nochmal eine schwere Holztür. Warum ich schwer sage, das ist ein dicker Balken. Oh ja, also die ist richtig dick. Also das schätzt sich locker 5 cm. Hm, auf jeden Fall mehr als 10. Also meine Fingerspannweite ist 17. Kannst du mal kurz meine Lampe halten? Ja. Meine Fingerspannweite von Daumen zu klein ist 17 cm. Ja, wenn ich das mal so gerade halte hier. So 13, 14. Ja, genau. Also massiv und es sieht auch noch ziemlich gut erhalten aus insgesamt. Also das Holz sieht eigentlich besser aus als das Metall. Ne? Also so, aber sonst hier, glaube ich, ist an der Wand nicht wirklich viel. Nee, was, aber hier, schau mal, das ist aber auch spannend. Ja, das ist ja das Ding. Natürlich ja. Auch, oder? Ja, ja, guck mal, genau wie. Ja, das sind ja die kleinen. Wie hießen nochmal die kleinen Röhrchen? Das weiß ich auch nicht aus dem Kopf, da habe ich in Geologie nicht aufpasst. Ich weiß, die heißen Stalaktiten, das erst, wenn sie größer sind. So, ich versuche mal so ganz langsam, so möglich, aber ich glaube, ich habe gerade schon geguckt, die ist, glaube ich. Ah, da hinten ist nochmal ein bisschen. Genau, aber sonst nichts Besonderes. Jetzt Besonderes, ne? Hier siehst du halt die ganzen Ausfälle. Ne? Hier siehst du ein bisschen mehr. Ich wollte gerade sagen, hier haben wir eine andere Farbe. Ne? Könnte sein, dass das irgendein. Na, ein Pilz glaube ich nicht. Aber wir haben zwei Pilze andere Farbe. Das ist nicht nur weiß, das ist gelblich-weiß. Ja, das ist. Aber deswegen die andere, die Grundform. Wahrscheinlich ist hier auch Eisen oder sowas mit ausgewischt. Irgendwas. Ja, das ist wahrscheinlich angerostet. Das ist ja bei der Farbe, glaube ich, schon. Das ist quasi einfach wahrscheinlich Stahlbeton gewesen. Und das ist rausgegangen und hat dann halt ein bisschen Eisen mitgenommen. Genau, und im V-Licht mischen sich die zwei Spektren halt vom Rost jo. Und dem Weißen, dass sie dann so gelb aus. Ansonsten sieht man hier unten auf dem Boden. Ja, hier hat irgendeiner, weiß ich nicht. Ist das wie Ton oder so? Ja, cool. Oder Asche mit irgendwas gemischt. Aber wenn man sich mal die Form anschaut, die hat jemand einfach einen Eimer ausgekippt, würde ich sagen. Das ja, hat das die Form hier einen. Das könnte aber auch sein, dass hier einer irgendwas abgeladen hat, weil diese Tür. Die ich bin mir entschuldigt. War bestimmt mal auf. Also keine Ahnung, ob die mal auf war, aber das würde auf jeden Fall Sinn machen, dass die mal auf war und dass einfach irgendeiner gedacht hat, so, wo packe ich jetzt meinen Müll ein? Klatsch. Das könnte aber auch sein, dass es irgendwie... Das ist von der Konsistenz her, ist das ein bisschen wie Lehm. Also es sieht sehr trocken aus, aber insgesamt klebt das schon irgendwie zusammen. Ich kann es nicht genau sagen. Es könnte sein, dass das wirklich so eine Art Gips ist oder so, der angerührt wurde. Mhm, aber... Und dann einfach hier... Ja, und der hat ein bisschen Luftfeuchte gezogen und ist deswegen ja. Nicht ganz super trocken. So, das sind Stöcke, oder? Zum Beispiel. Ja, das sind Stöcke, du hast recht, das sah nicht mal anders aus. Also wie gesagt, hier, das muss auf jeden Fall aufgewiesen sein, weil keiner nimmt irgendwelche Stöcke... Und bringt die bis hier hinten hin. Also man sieht hier oben, da ist auch noch zu. Da kann ich auch dran rütteln. Das heißt, ich kann nicht dran rütteln, das ist fest. Wir können schön mit Gewalt vorgehen, das machen wir jetzt nicht. Nee, das machen wir nicht. Dann hatten wir hier noch innen drin einen Hebel. Das sieht aus, als wenn man den früher mal umlegen konnte. Ich bin mir nicht sicher. Ich schätze mal, ja. Normalerweise wahrscheinlich ist das so ein Hebel gewesen, den man dann so umgelegt hat. Genau, und dann konnte weil, man da das auch machen. Weil da passt nämlich hier diese... Ist der Splitz genau, richtig. Gewesen. Ja, und unten war dann auch eine Befestigung, aber die liegt jetzt am Boden. Gut, das ist ungünstig, aber ist halt der Zahn der Zeit. Ne? Genau, und was der Jan noch entdeckt hat, ich versuche es mal mit der Kamera festzuhalten, ich lege es mal bei den Lampen rein, obwohl sieht man es auch so perfekt, man sieht es auch so. Da drüben ist ein Parallelgang, da kommen wir aber nicht rein. Das ist nicht diese Sache, wo ich gesagt habe, die im U bildet, den Nebengang, den wir gleich abgehen, sondern ein Eingang von der anderen Seite, da kommen wir jetzt aber nicht rein. Man kann es mit der Kamera sehen. Wir können ja mal versuchen, da von der anderen Seite, wenn wir da was. Aber ich weiß nicht, wem das hier gehört, deswegen nee, ist das wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Ich glaube, das ist Privatbesitz. Das sollten, genau, das sollten wir nicht. Also, ich versuche es mit der Kamera reinzufahren, vielleicht seht ihr es. Wenn man diesen Winkel hat, sieht man, dass da aber auch zugemauert ist. Sprich, da geht es nicht weit rein. Könnte auch sein, dass das vielleicht nur eine Säule ist oder so. Aber ich glaube, das zu. Ich habe auch gerade gesehen, unten ist nochmal ein Loch. Ich krieche jetzt mal extra auf den Boden. Und guck mal, ob ich so mit der Kamera was aufnehmen kann. Entschuldigung fürs Rubbeln. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wahrscheinlich ist da echt noch ein Rohr drin, oder? Ich lege mal kurz die Lampe rein. Ah ja. Ah, da ist verschüttet auf der anderen Seite, Jan, siehst du? Ja, ich sehe es. Aha, also ist da wahrscheinlich einfach ein Schott. Ja, und Fettspinnweben. Ja, okay, aber das gehört ja dazu. Das okay. Gut, dann würde ich sagen... Ist das erstmal die Begehung vom Aufgang? Ja. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Na? Genau, im Nebengang. Wie sieht's aus? So, wir befinden uns jetzt an dem Nebengang von Anfang. Ich leuchte mal rüber.
Da ist dann der Ausgang, da steht schon der Jan, der leuchtet mir. Ich habe jetzt die große Freude, euch das zeigen zu dürfen, so gut ich hier kann, mit nur dem schwachen Kameralicht. Ihr seht quasi erstmal nichts, weil ich habe nicht genug Hände. Ich habe das UV an, ich habe das K2 in der Hand. Problem ist natürlich mit der Kamera, wenn ich Deming mache, wenn ihr es mal aufleuchten solltet, zeige ich euch was. So, jetzt versuche ich hier mal irgendwie durchzukommen. Ist wie gesagt super schlammig. Ich gebe euch mal ein paar Impressionen von dem Nebengang. So, wir verzichten jetzt auf UV, damit ich was sehen kann, damit ihr ein bisschen was sehen könnt. Ihr seht, das ist auch das Ende hinten ungefähr. Ich muss nur leider mich sehr langsam fortbewegen. Nachteil ist, ihr seht nicht genau, ob es leuchtet, weil halt das Kameralicht komplett drauf geht von meiner Lampe. Ich sage euch aber Bescheid, falls es leuchten sollte. Geht jetzt hier gerade nicht anders. Wichtig ist, ich versinke hier im Schlamm. Ihr hört das, ich mache mal leiser. Boah. So, mal einen langsamen Einblick. Wie gesagt, vertraut mir bitte, dass ich mit dem EMF hier messe. Wie gesagt, bei dem Licht schwer zu zeigen. Aber ich glaube, man sieht, es ist nur die erste Lampe an, also noch ist hier nichts. Boah. Ist das der Moment, wo ich erwähnen sollte, dass man das nicht nachmachen soll? Oh, fokussiere dich mal, dankeschön. Ja, hier geht es jetzt so. Oh, wie viel ist das? Ja, ein paar Meter sind schon sein. Ist jetzt nicht so tief. Oh, muss gucken. Oh. Ah, hier ist sehr viel von dieser Ablagerung. Ich versuche mal wieder auf UV umzuschalten. So, das ist jetzt mit UV-Licht und normaler Lampe. So, quasi das sieht man jetzt, wenn ich nur UV-Licht anmache. Ihr seht, hier ist eine riesige Ablagerung. Sieht total toll aus. Da oben tropft es auch ganz wie verrückt. Klar, von der Form her, ne, passt das. Sind ja hier auch ein bisschen unter Tage. Boah. Ich muss ab und an mal... Boah, seht ihr das? Wahnsinn, wie tief der Schlamm hier geht. Ich bin da noch nicht durchgestapft. Ja, das ist schon die Grundform. Boah. Ja, gut, da stecke ich jetzt 10 cm Schlamm. Kommen hier aber wieder raus, kein Thema. Muss ich nur mal irgendwo festhalten. Uah. So. Ja, hier scheint es jetzt ein bisschen trockener zu werden. Aber seht, auch hier, der Stollen sieht an sich noch gut aus. Ist schon ein bisschen zerfallen. Aber geht noch. Und nein, schalte die Kamera nicht schräg. Der, sag mal, Dachbalken von dem einen ist wirklich schräg. Aber hier ist schon einiges auch umgefallen. Okay. Gehen wir weiter. Boah. Kunst dabei ist immer mal wieder aufs EMF zu schauen. Nicht stecken zu bleiben. Ach, so. So, das Licht, was ihr dann gleich von der anderen Seite kommen seht, das ist der liebe Jan. Hier ist auch wieder trockener. Hier kann man gut umgehen. Ich schalte mal auf UV um. Hier nochmal mit UV. Das ist jetzt einer der Balken, wo wir gerade in der Ecke stehen. Seht ihr, der luminisiert auch ein bisschen, weil schon ein bisschen was rüber gelaufen ist von dem, was hier ausgewaschen wird. Ich drehe mich jetzt mal um zum Ausgang. Da ist der Jan. Seht ihr jetzt dargestellt das kleine Lampe. Jetzt näher ich mich mal dem Licht, der Hoffnung, mit dem UV noch was zu sehen. Ja, genau, mach's ein bisschen weiter runter. So. Und das EMF kann ich jetzt mal zeigen. Hat keinen Ausschlag, genau. Ja. Nicht wundern, die orangene Lampe, die ist einfach nur ein bisschen stärker bei dem hier. Aber ihr seht, ansonsten ist die Anzeige nach wie vor quasi bei Null. Ja, und hier ist auch quasi noch von innen so eine Mauer, als wenn dieser Bereich noch extra mal verstärkt werden sollte, verstärkt wurde. So.
wäre, glaube ich, da ein Luftschutzbunker, ne? Deswegen genau. Haben wir das extra noch verstärkt. Richtig. Jo, und damit haben wir die Nebengänge auch ab. Wir werden jetzt einen Aufbau machen und werden versuchen, da ein bisschen was zu dokumentieren, aber aktuell verhält sich alles sehr ruhig, außer dass wir hier ein paar Sachen hören, ein bisschen klopfen. Das nicht berührt. Ich habe jetzt spontan auf Aufnahme geschalten. Dieses Rohr hier an der Wand wackelt. Der Jan war nicht dran. Das wackelt jetzt auch stärker. Es pendelt gerade aus. Ist die Frage, lässt sich das mit Wind oder so nachstellen? Ach, du hast... Das ist eh mal überhaupt an. Ach ja, man sieht es noch ein bisschen im Licht, ne? Das hat jetzt einfach angefangen zu pendeln. Wir haben es nur gerade gemerkt, wir haben uns gerade unterhalten, haben geplant, wie wir weitermachen. Also ich habe es zu 100% nicht berührt. Und ich habe zu Jan nur gesagt, du, das Rohr hinter dir, hast du das berührt? Er stand aber auch schon ein Stückchen weg. Nee, also ich habe auch hier, sehe ich... Warte, muss ich aber mit der Kamera hin. Hat mich das irgendwo berührt? Ich glaube nicht, oder? Nee, du hast da nur einen kleinen Tropfen. Ja, aber das ist von hier oben. Ja, das ist schon klar. Das wird man, glaube ich, sehen. Also ich, wie gesagt, ich habe... Aber das wackelt immer noch. Ist das vielleicht so sehr windanfällig? Nee, ich glaube nicht, oder? Nee, kein bisschen. Unten ist ja der empfindliche Punkt, das ist ja quasi theoretisch wie ein Pendel gebaut, den Hebel. So, ja, wie stark haben wir das gesehen? Ja, so ungefähr, ne? Ja. Haut das hin, muss man von dem Hebel? Ja, so ungefähr, aber die Richtung stimmt nicht. Bei uns ist es gerade geschwungen. Ja, das ist so ein... Ich habe es angestupft, es macht jetzt eher so eine Achtbewegung. Ja, das hat sich gerade wie ein Pendel bewegt. Ich schalte das mal kurz an. Es hat sich wie ein Pendel bewegt. So, das heißt, wenn ich jetzt nach hier ziehe und loslasse, müsste es sich wieder wie ein Pendel bewegen. Ja, tut es nicht. Das macht wieder die Achtbewegung. Ich kann das gar nicht zum gerade Schwingen bringen. Sobald ich was mache, versuch das selber mal. Du merkst, du drückst dagegen mal an. Wir können ja mal kurz gucken. So. So, und dann bin ich quasi so aus Versehen so. Ja, da haben wir da die Achtbewegung. Vielleicht bist du... Du hast doch jetzt gerade gespürt. Warst jetzt zwar achtsam, aber hast du es gefühlt oder war es ja leicht? Ich habe das schon gespürt. Also ich bin mir sicher, ich habe es nicht berührt. Okay. Es geht irgendwo hin, das. Na, das wenn? Ich gucke mal auf die andere Seite. Oh, das geht richtig tief. Naja, die Wand das ist hier... Das geht so tief rein. So quasi hier so in die Wand. Ja, das kommt hier raus. Ha, ich mache das alles mit links. Haha. Das geht hier weiter. Da muss ich jetzt doch mal in den Schlammgang. Ne, das ist ja noch der einigermaßen trockene. Der Tritt schwimmt immer noch hier. Und da hört es dann hoch. Da. Aber mit dem Luftzug, können wir es nicht erklären. Mal davon abgesehen, dass wir keinen gefühlt haben. Auch guck mal hier, da. Selbst wenn man es einmal ganz links anstipst, macht es so eine Achterbewegung. Es macht nicht diese Pendelbewegung, die es vorher hatte. Die Erklärung, warum das so ist, ist klar. Oben hängt es halt... An einem Punkt nur. Nee, nicht nur das, aber es hängt halt... Ja, es hat sowieso horizontalen als auch vertikalen Widerstand. Gegen beides drückt es. Vom Pendel halt, klar, dass es lange pendelt. Es ist lang und hat nur einen ganz kleinen Fixpunkt. Ja. Also es könnte wirklich sein, dass genau da irgendwie ein Luftdruck gekommen ist, der es dann zum Pendeln gebracht hat. Natürlich ist das möglich, ja. Ja, nee, das glaube ich nicht. Weißt du nicht, dass da irgendwas rausgekommen ist? Drüben das Loch ist offen. Oh, scheiße. Okay, ich dachte jetzt nicht... Du, geh mal rein, da ist noch nicht so schlammig. Das kommt erst an der Ecke. So, da führt es durch und dann geht es aus der Wand hinten raus und da ist offen. Stimmt. Also, wenn das nicht verrostet wäre, würde ich sagen, puste mal durch. Aber so würde ich das dir nicht empfehlen. Das ist seltsam. Das wäre ja nur dann möglich, wenn hier und dort, also bei Ein- und Ausgang, verschiedene Druckverhältnisse wären. Aber da es ja ein Gang ist, ich mache mal was Blödes, das kann eigentlich nicht sein. Wenn ich das nach da drücke... Nee. Okay, das ist eine komplett andere Bewegung. Nee, aber man sieht, es geht langsam wieder zur 8. Jetzt noch, sag, gib denen noch 10 Sekunden, dann haben wir wieder eine 8. Also das ist jetzt, da gibt ein... Da habe ich vielleicht einen Schauer, ey. Okay, ich mache die Kamera jetzt wieder aus und wir bauen auf. So, wir befinden uns hier wieder an dieser ersten Gabelung. Das Licht, was ihr da gerade im Gang seht, das ist eins der Paralights. Das ist wie ein EMF-Meter stationär, so ein deutlich empfindlicher. Und wir machen jetzt quasi mit diesen Paralights die einzelnen Gänge, ob sich da irgendeine Energie bewegt. Wie ihr seht, der Aufbau hier ist auch, dass wir da noch zwei stehen haben, eins unter dem Rohr und eins in der Mitte vom Gang. Mit ein paar Lampen, die wir haben, haben wir das so gut es geht ausgeleuchtet. Der Jan steht quasi davor, aber dort befindet sich dann die Fullspektrum-Kamera. Die versucht das aufzuzeichnen, während wir hier stillschweigend einfach nochmal lauschen. Ich zeige euch jetzt noch den Nebengang, wie wir den ausgestattet haben. Hier ist das Paralight.
Und hier lassen wir parallel noch eine separate Tonaufnahme dann laufen, in Hoffnung, was aufzuzeichnen. Hier ist unser Rohr. Da oben ein auffälliges Band, um zu sehen, ob es vielleicht Wind ist. Wir haben versucht, das mit Wind nachzustellen. Wir sind hier lang gelaufen, wir haben getrampelt, das können wir gleich nochmal gerne nachstellen. Ich mach's jetzt mal. Und ihr seht, das Band bewegt sich leicht. Das Rohr ist aber dadurch nicht annähernd beeinflusst. Wir wissen also nach wie vor nicht, was das Rohr beeinflusst hat, deswegen Fokus da drauf. So, hier der andere Nebengang. Einfach wieder ein Paralight. Ich werde schon mal hier weiter rein wieder. So, hier in der Ecke aufgebaut mit Blick quasi Richtung den Gang, wo es dann schlammig wird. Die Air-Kamera, die zeichnet das hier auf und überwacht quasi, ob hier irgendwas ist und ob das Paralight, was ihr da seht, reagiert. Die Paralights reagieren auf akustisch und auch auf mit Leuchten. Ich brauche bloß noch die Lampe, ich will mal zeigen, dass das Paralight. Ja. So, das Paralight, wie gesagt, stationär als EMF. Ich wollte es gerade mit dem Smartphone zeigen, aber ich habe keinen Empfang, deswegen. Ihr seht, hier ist aber die Lampe als Energiequelle. Und wenn die reinkommt, dann reagiert es dann halt. So. Wir lauschen jetzt einfach mal und mit den anderen Kameras, ob wir hier was aufzeichnen.
Unsere Lampen nähern sich auf dem Tauschen wir gleich auf. Ich tausche mal fertig aus. Und ja, wie ihr seht, wir sind ein bisschen Aufbau. Hier ist das permanente Audiogerät. Da ist der Jan. Frieden. Und das hier ist das Paralight, was jetzt zweimal reagiert hat, ein drittes Mal leider nicht. Und wir warten jetzt hier einen kleinen Moment, um eventuellen möglichen Entitäten die Gelegenheit zu geben, sich ein bisschen an uns zu gewöhnen, wenn wir jetzt gerade hier genau vor Ort sind. Gehen hier ein paar kleine Antworten ab und machen dabei ein paar Fragen und sehen, ob wir vielleicht ein paar Antworten bekommen. Hallo, mein Name ist Eckbert und der Mann neben mir ist Jan. Wie heißt du? Wir haben gesehen, dass unser Gerät hier links von mir geleuchtet hat. Das leuchtet normalerweise immer dann, wenn sich irgendjemand, der Energie ausstrahlt oder irgendwas, was Energie ausstrahlt, bewegt. Warst du das? Hast du das zum Leuchten gebracht? Gerne kannst du, wenn du möchtest, das nochmal zum Leuchten bringen. Du musst dich dazu nur nähern. Oder möchtest du eher unerkannt bleiben? Fühlst du dich durch uns gestört? Möchtest du, dass wir gehen? Wenn du möchtest, dass wir mit dir reden, würden wir uns sehr freuen, wenn du nochmal das Licht zum Leuchten bringen könntest. Ich mache mit der Hand kurz eine Bewegung. Wenn du das machen würdest, würde es dann leuchten. Kannst du das mal machen? Ich habe erstmal nichts gehört. Ich auch nicht. So, nochmal zum Beweis, ich habe es ja vorhin schon mal in die Kamera gesagt. Das Paralight, wie ihr seht, geht jetzt mal ganz nah ran. Da ist kein Tropfen dran, die paar Punkte drauf, das ist so Staub. Aber ansonsten hier ist nichts, was rangekommen wäre. Steht genauso da, wie wir es hingestellt haben. Gehen wir mal in den Nebengang rein. Soll ich vorgehen? Ja. Auch wenn wir hier nichts gehört haben, Moment, da fällt mir gerade auf. Oh, dreht sich? Nee. Das Rohr ist nicht in Bewegung wieder. So, wir gehen. Warte, ich drehe mich gleich um, damit du Licht hast. Ja, wie gesagt, wir müssen momentan ein bisschen an Licht sparen. Hier ist es super dunkel. Hier kommt kein Stück Tageslicht rein. Klar, von außen kommt ein Stück, aber so wenig. So. Ja, ich würde mal sagen, hier. Okay, ich starte schon mal. Warte mal, wollen wir es mal vielleicht ablegen? Du musst es auch nicht ablegen. Ja, am besten mal in der Mitte auf den Stein. Das ist ein Stein, ja, ne? Ja, ja. Okay. Ich drück mal auf weg. Ja, läuft. So, stellen wir noch mal ein paar Fragen. Also, stell mich noch mal vor, ich bin der Eckbert, der Mann neben mir ist Jan. Wie heißt du? Wo kommst du her? Wann bist du geboren? Das ist nur mein Magen, der krummelt. Wir wissen, dass das hier ein
Stollen Schrägstrich Schutzbunker war zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges für eine Gießerei, die in der Nähe war. Warst du vielleicht ein Bergmann? Die Arbeit hier war sicher gefährlich, oder? Hat es mal einen Unfall gegeben? Was meinst du? Die Wände hier, das ist Schiefer, oder? Okay, stopp. Ja, wir variieren die Fragen ab und an ein bisschen. Vor allem, wenn wir nichts haben. Willst du was sagen? Nee, ich habe nichts gehört, glaube ich. Okay. Okay, wollen wir weitergehen? Ja, hier wie gesagt geht noch, aber dann den nächsten Bogen wird es ein bisschen kritisch für. Ja, ich muss, da wir noch ein Licht haben. Also. So, ihr kriegt jetzt die Seite, grobe Ansicht. So. Hast du das gehört? Nee, ich hab gerade getrampelt. Aus der Ecke, wie so ein Katzenklo gerade. Wie ein Katzenklo? Ja, so. Hier. Genau links neben mir. Hier, komm. Beweg dich mal. Du es dann nochmal hörst. Nee. Also die IER steht hier gleich daneben. Ja, vielleicht hat hier was auf. Ups. Also auf. Zeig mal, fünfmal hier aus der Ecke irgendwie. Hast du schon wieder gehört? Nee, nee. Gerade als du dich weggedreht hast, es hier komplett dunkel war. Von links. Da nochmal unsere Tropfsteinhöhle. So, hier, ich bin direkt neben dem Fachverleih. Ich würde mal auf Rekord drücken. Ist schon auf Rekord. Das kommt direkt daneben. Der Jan hat gerade ein krächzendes oder kratzendes Geräusch und dann nochmal ein Atmen gehört. Warst du das? Du kannst das gerne nochmal machen. Also erschrocken sind wir vielleicht ein bisschen maximal, aber wir haben noch keine Angst. Wenn du das nicht warst, weißt du, wer oder was das gewesen sein könnte? Wo bist du? Wer bist du? Möchtest du, dass wir gehen? Okay, wir hören jetzt nur die Aufnahme ab. Ja, nichts, oder? Ich habe jetzt nichts gehört. Ich auch nicht. Pass auf, wir machen jetzt mal was Gefährliches. Und zwar, du kriegst von mir die Lampe, die hier oben auf der Kamera gerade drauf ist. Ja. Du gehst zurück und wechselst mal die Lampe, mit der wir das Rohr überwachen. Okay. Die schon rot war, tauscht die beiden aus. Ja. Ich bleibe hier mit meiner Kamera im Dunkeln sitzen und lausche einfach mal. Willst du das haben?
Ja, das legt das mal hin, deswegen hatte ich ja Platz. Soll ich es anmachen direkt? Aber warte mal, legst du auch noch besser vorne hin. Okay, ja. Soll ich es anmachen direkt? Ja. Okay. So, da liegt das Gerät quasi, das ist die IR-Kamera. Hier ist das Paralight, ich bleibe jetzt hier und lausche mal. Der Jan, wie gesagt, du tauschst jetzt gleich die Lampe aus und du lauschst dann nochmal hinten, wo du vor uns vielleicht auch gestanden hast, oder suchst dir einen anderen Ort. Ich bleibe hier. Ich verlasse mich drauf, wenn was passiert und ich rufe, dass du dir eine Lampe schnappst und herkommst. Auf jeden Fall. Gut. Dann lassen wir mich jetzt am Dunkeln sitzen. Ihr seht jetzt natürlich auch nichts mehr. Alles, was ich habe, ist das kleine Restlicht vom Paralight. Ihr seht noch weniger als ich, wie ich gerade sehe. Es macht mir einen winzig kleinen Schein. Ich kann gerade mal so die Konturen erkennen. Da ist dann noch das Aufnahmegerät. Wir lauschen jetzt mal. Also, kleiner Tipp nochmal, mach das nicht nach. Außer ihr habt viel Erfahrung, dann könnte man drüber reden. Jan, warst du das? Paralight. Und zwar in dem Gang, von dem hier quasi reinkommst, der nicht voller Schlamm ist. Da war wieder was. War das ein Paralight? Ich weiß nicht genau, es klang technisch. Hier quasi jetzt drei Kameras laufen. Fünf Paralights. Zwei Aufnahmegeräte und dann noch zwei Paar Augen von uns. Das sind irgendwie Schritte oder Stimmen. Könnte Jan sein. Ah, da kommt der Jan, glaube ich, auch. Jan? Ich muss dich jetzt aber mal fragen, ja. Hast du irgendwas gemacht? Ich habe Folgendes gehört. Ja, was denn? Am Anfang klangst du, als hättest du den Koffer auf und zu gemacht oder so ähnlich. Nee. Okay, das war auf jeden Fall ein technisches Geräusch. Da hat schon jetzt auch Publikum gesagt, dass Flut das vielleicht weiß. Und dann? Pass auf, ich habe nichts gemacht. Ich war am Handy kurz, hab nachgeguckt, hab da durchgescrollt, meine Bilder und ein bisschen geguckt, ob irgendwer hat gepiept. Hm? Das ist jetzt schon wieder. Aber ich weiß nicht, ob es das war. Diesmal konnte ich es sehen, da dein Licht quasi so viel heller ist, kann ich das bisschen leuchten von den Paralight nicht erkennen. Ich saß, beziehungsweise ich stand da, hab dann ab und zu mein Licht angemacht, weil ich dachte, einer würde wieder bestehen. Ja. Also ich habe halt wieder den Schritt gehört, hinter mir, da wo die Tür ist. Mhm. Hast ja auch schon gehört. Genau, wo das war. Ich hatte mal so gemacht, habe ich das Licht wieder ausgemacht, habe gewartet, habe dann ab und zu auf mein Handy geguckt, aber ich habe nichts gehört. Ach, nee, ist gut. Ich habe halt gehört, als ob einer da vorne gerade weggelaufen wäre. Schnelle Schritte? Du, das Nicken kann man nicht sehen. Fürs Rotkreuz, Jan nickt gerade. Jetzt hätte ich nichts mehr. Deswegen haben wir schneller hingucken. Ja. Dann habe ich den Kopf gestochen. Okay, das ist mies. Das hat mir jetzt. Oder folgender Vorschlag, Jan, wie hast du jetzt denn davon? Wir beide bleiben hier sitzen. Nee. Das war, glaube ich, ganz düdüt. Paralight? Ich glaube schon. Von wo? Ich habe in die Richtung geschaut, das hat nicht geblinkt. Ich glaube, das war im Nebengang. Aber das ist dann, ich habe sie noch nicht gesehen. Nicht da, sondern das war. Ach, im Hauptgang? Ja. Okay, weil ich würde sehen, ob das da irgendwann mal blinkt.
gehört. Da hat was geknarrt. Genau das habe ich auch gehört. Das kam von hier. Das ist das, was ich gehört habe in der Ecke. Aber ich dachte, dass eher so ein Fauchen gehört. Ja, das ist ja so. Okay, das klang für mich ein Knarren, das Holz einfach. Aber glaubst du, dass diese Holzdinger knacken können? Nein. Aber vor allem, du hast ja gesagt, du hast es nicht vom Holz kommen hören. Du standest ja quasi... Von der Ecke habe ich das gehört. Eben, da ist kein Holz. Es kommt jetzt wieder aus der Richtung. Und nur gerade, ich sag mal, im Weg ist das Einzige, was das... Hast du jetzt auch gehört, oder? Hm? Ich hab's gehört. Wie so eine alte Borke, die knurrt, klang das für mich. Ja, genau. Okay. Ich fange nochmal an. Also, wenn du mit uns reden möchtest, dann wäre das für uns ganz hilfreich, wenn, dass wir wissen, einen Beweis haben, dass du wirklich überhaupt hier bist. Siehst du neben mir, du hörst ja meine Stimme, siehst du neben mir dieses Licht hier? Zeig mir die Hand drauf. Da. Bitte berühr das mal, damit wir wenigstens wissen, dass du da bist. Wenn du mit uns reden willst, ist das kein Thema. Wir müssen das aber dann nur wissen. Wenn wir nur ab und an ein Geräusch von dir hier bekommen, damit können wir nicht wirklich viel anfangen, ohne das Böse zu meinen. Ich mache dir noch ein Angebot. Wir bleiben bei diesem Licht hier. Wenn du möchtest, dass wir gehen, dann bitte bring es mal zum Leuchten, indem du dich da näherst oder Hand drauf machst. Ich zähle es von 20 runter. Wenn in dieser Zeit nichts passiert, gehe ich davon aus, dass entweder hier nichts ist oder dass es denjenigen egal ist, ob wir da sind oder nicht. Ja? 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gut. Ich würde vorschlagen, wir bauen ab. So, wir sind jetzt wieder aus unseren kleinen Stollen-Bunker raus und hoffen, dass ihr etwas Spaß dabei hattet, zuzusehen, wie wir uns da unten abmühen. Es war aber nicht insgesamt für die Katz gewesen. Wir haben tatsächlich ein paar Paralytes quasi, die reagiert haben, haben selbst was gehört. Ob wir wirklich was auch aufgezeichnet haben, werden die Auswertungen hinterher zeigen. Problem, das wir jetzt schon festgestellt haben, ist allerdings aufgrund einer EU-Beschränkung, haben die IR-Kamera und die Full-Spektrum-Kamera nur die erste halbe Stunde aufgenommen und dann einen Cut gesetzt, ohne aber weiter aufzunehmen. Die Sony, mit der wir jetzt aufnehmen, die nimmt automatisch weiter auf. Da wir die beiden anderen noch nicht länger laufen hatten als eine halbe Stunde, das jetzt aber gebraucht hätten, wir waren insgesamt 2 Stunden nach Aufbau dort, fehlen uns quasi 90 Minuten Drehzeit. Das heißt, durchaus möglich, dass wir ein paar Sachen gesehen und gehört haben, die ihr jetzt nicht sehen und hören könnt. Wir haben allerdings noch die Audioaufnahmen, das ist ein bisschen was, und zum Ende hin haben wir uns noch ein Dummeln ja hingesetzt gehabt, habt ihr ja gesehen. Und ja, vielleicht ist da wenigstens was dokumentiert. Wir fanden es auf jeden Fall sehr spannend. Und ja, also wer Probleme hat mit Klaustrophobie, mit Dunkelheit, mit stickigen Räumen, mit hoher Luftfeuchtigkeit, der perfekte Ort, also ohne Witz. Also alleine wäre ich da nicht reingeklettert, glaube ich. Dann bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr irgendwas wissen wollt, denkt dran, immer gerne schön posten. Daumen hoch hilft uns auch natürlich sehr, Abo sowieso. Und wenn ihr uns gerne unterstützen wollt und damit wir das hier weitermachen können, unten in der Videobeschreibung ist auch natürlich ein Link zu unserem PayPal-Account. Und gerne freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns dabei unterstützen würdet, dass wir euch weiter so tolle Forschungen bieten können. Herzlich willkommen zur Nachbesprechung. Ja, als wir vor Ort waren, haben wir eigentlich gar nicht so viel gemerkt, haben nicht gedacht, dass so viel Aktivität war. Wir haben ja noch ein bisschen was quasi mitbekommen. Und in der Nachbereitung hat sich jetzt allerdings herausgestellt, dass da deutlich mehr Aktivität war, als wir erwartet haben. Zum Beispiel haben wir insgesamt, als wir quasi vor Ort waren, nur 3 bis 4 Mal ein Paralyte gehört. Jetzt insgesamt, wie ihr im Video gesehen habt, haben wir insgesamt 25 Mal Paralytes gehabt. Und ja, davon gab es 2 Phasen, wo immer dann 4 bis 5 ungefähr am Stück angegangen sind, meist auch an verschiedenen Orten. Und das zeigt ja eigentlich auch, dass wir da eine Energiequelle hatten, ich würde sogar so weit gehen schon sagen, eine Entität hatten, die sich da eindeutig bewegt hat und natürlich mit ihrer energetischen, naja, Aura klingt blöd, aber mit der energetischen Strahlung, die sie quasi hat mit dem Magnetfeld, was begleitend ist, die Paralytes dann ausgelöst hat.
Das ist natürlich schon eine beeindruckende Sache. Wir haben hier nicht quasi 25 falsch positive Paralyte-Ergebnisse. Ein oder zwei hätte man drüber nachdenken können, dass vielleicht doch irgendwo mal ein großer Tropfen runtergekommen ist. Allerdings haben wir nochmal alle kontrolliert. Die waren alle komplett trocken und nein, die werden auch nicht irgendwie so heiß, dass das Wasser verdunstet. Und ja, das spricht natürlich klar dafür, dass wir eine Energiequelle, eine Entität hatten, die sich da wirklich bewegt hat. Und es scheint auch so zu sein, dass unsere Anwesenheit selbst die kaum beeinflusst hat. Zwar war weniger los an Paralytes, als wir da im Dunkeln saßen und gelauscht haben. Da haben wir die im Hauptgang gehört, als wir uns im Hauptgang platziert hatten, hinter der Kamera. Da war eher ja dann in den Nebengängen und diesen Parallelgang hinten Aktivität gewesen, was wir kaum gehört haben. Aber insgesamt war es unabhängig davon, ob wir da waren, das, was passiert ist. Auffällig war auch noch, was wir auch eingespielt haben, die EVPs. Es gab zwar einige, da kann man drüber diskutieren, ja, waren die jetzt signifikant? Wir haben die meisten dann im Zweifel, wortwörtlich zweifelhaft, dafür heißt der Begriff so. Aber es gab halt auch zwei, nennen wir es mal Serien an EVPs, die wir gehabt haben, die schon etwas außergewöhnlich waren. Es handelt sich hier um diese zwei Phasen, wo man in kurzer Folge dieses Klack, Klack, Klack oder Duck, Duck, Duck quasi gehört hat. Und ja, das hatten wir zweimal in Phasen gehabt. Und das klingt eindeutig nach Bergbau und würde ganz gut dazu passen, was wir quasi hier aufgezeichnet haben. Was nicht ganz gut reinpasst, ist dieses Knacken, was wir zweimal gehört haben und einmal mit der Kamera sogar aufzeichnen konnten, aus dieser einen Ecke. Wir sind uns nicht sicher, also immer in Zweifelsfall für den Angeklagten. Wir haben keine bessere Erklärung. Wir sagen jetzt erstmal, das war dieser Holzbalken. Ich kann dazu eher wenig sagen. Ich war nicht halt vor Ort, der Jan war ja quasi in dem Moment, wo es das erste Mal passierte, wo wir es auch aufgenommen haben, vor Ort gewesen und hat auch gar nicht Richtung Balken geschaut und meinte auch, es kam gar nicht vom Balken, sondern direkt aus der Ecke hinten. Und der Ecke hinten, naja, da ist halt nichts außer Schiefer und Schlamm. Und Schlamm war auch nicht so sehr. Das haben wir aber nicht gut genug dokumentiert. Das haben wir nicht direkt auf Kamera. Wir können es nicht beweisen. Und es ist halt damit zweifelhaft. Wir lassen es daher stehen. Ihr könnt euch da selber eine Meinung zu bilden. Und wir behaupten jetzt erst einmal, gut, das war das Holz, auch wenn es vielleicht etwas deplatziert klang. Wir lassen es erstmal offen. Ebenso verhält sich es mit ein paar anderen Sachen, die wir hatten. Hauptsächlich meine ich hierbei diese Sache mit dem Rohr, als sich das spontan bewegt hat. Dumm natürlich gewesen, die Kamera war in dem Moment nicht an, habt ihr ja selbst gesehen. Ich habe quasi später zugeschaltet, da hat es schon 20 Sekunden gependelt. Und der Jan hat es nicht gespürt, dass es berührt hat. Ich habe es nicht gesehen, als ich ihn angeschaut habe. Ich habe nur gesehen, es pendelt. Und die Kamera war aus, die konnte ich natürlich auch nicht sehen. Deswegen konnte ich es im Nachgang natürlich auch nicht nochmal nachprüfen, ob da jetzt doch was war. Wir konnten es nicht nachstellen, diese lineare Bewegung. Wir haben es immer nur zu dieser Achterbewegung geschafft. Ihr habt auch gesehen, wir konnten es nicht mit Trampeln, Wind oder was auch immer nachstellen. Wir wissen nicht genau, was es war. Aber im Zweifelsfall müssen wir sagen, dass der Jan so konzentriert war und ich so sehr auf den Jan fokussiert, dass er nicht gemerkt hat, wie er es berührt hat, beziehungsweise ich nicht gesehen habe, wie er drangekommen ist. Wir lassen es jetzt erstmal so stehen, wir wissen es nicht mit Sicherheit. Wir können aber das Gegenteil erstens nicht beweisen. Zweitens ist es nicht wieder aufgetreten. Wir hatten keinen Indiz dafür, dass es vielleicht doch nicht versehentlich der Jan war, außer halt die Aussage, dass er nicht das Gefühl hatte. Darum lassen wir es dabei. Es war höchstwahrscheinlich der Jan, der doch drangekommen ist, ohne es gemerkt zu haben. Gut, was kommt jetzt raus, wenn wir das alles aufsummieren? Ist in den Stollen irgendwas unterwegs oder nicht? Einer der seltenen Fälle, wo ich direkt nach der ersten Untersuchung sagen möchte, ja, da ist definitiv was unterwegs. Denn wir haben sehr viele Sachen, die miteinander passen. Wir haben 25 reagierende Paralytes, zwei waren Serien, haben wir gerade erklärt, die sich eindeutig bewegt haben. Das heißt, eine Energiequelle, die sich durch diese Stollengänge bewegt und die Paralytes ausgelöst hat. Und passend dazu, das ist ja ein Stollen gewesen, haben wir zweimal gute Serien von Bergbaugeräuschen aufgenommen. Ein paar andere Geräusche auch noch, darüber, die kann man halt diskutieren, aber diese sind definitiv signifikant und stammen natürlich auch nicht von uns, ganz klar. Und deswegen komme ich hier schon zu dem Schluss, dass wir eine Entität haben, die tatsächlich ihren Tagesablauf von früher nachgegangen ist, sprich der Energiethese folgend, die wir euch in einem Theorievideo später erklären werden, dauert noch ein bisschen, ehe wir das drehen, haben wir quasi Informationen, die lokal an einem Ort gespeichert sind und durch äußere Energiezufuhr, durch uns, unsere Geräte, Temperatur und so weiter, aktiviert wurde und sich umgewandelt hat, quasi zu diesen gespeicherten Informationen wiedergegeben wurden
von einem Bergarbeiter oder vielleicht auch von mehreren, die quasi dann ihren Tageslauf jetzt einmal noch einmal wiedergegeben haben, ähnlich wie man sich das in einem Video vorstellt. Man schließt Strom an, drückt auf Play und dann wird abgespielt, was halt auf dem Medium gespeichert ist. Jetzt kommen wir zu der letzten Frage diesbezüglich noch, die man klären könnte. Entität ist ein sehr großer Überbegriff. Allgemein in der Parapsychologie gibt es sehr viele Begriffe, sehr viele Sachen, die synonym verwendet werden, weil diese Wissenschaft halt noch nicht keine Wissenschaft in dem Sinne ist. Sie ist nicht offiziell anerkannt, in Deutschland zumindest. Und deswegen fehlt es auch an einer einheitlichen Klassifizierung. Wir sitzen da schon jahrelang dran, insbesondere ich sitze da schon ganz, ganz lange dran mit sehr viel Elan und erarbeite eine Klassifizierungsliste, sprich eine Abfrage an Situationen, an Bestimmungsvarianten und Variablen, die dann ausschlaggebend dafür sind, um was es sich genau handelt. Und um in diese ganze Terminologie Ordnung zu bringen, werde ich auch ein Theorievideo, beziehungsweise es werden mehrere Theorievideos, euch diese Sachen vorstellen, auch das dauert noch. Aber um das kurz zu halten, halten wir hier mal fest. Wir haben hier eine Energiequelle, die sich bewegt und die an einen Ort gebunden ist. Es ist nicht ein spezieller Gegenstand oder so, wo ich sagen kann, okay, ich könnte jetzt bewegen, sondern es ist der Ort an sich. Das ist der erste Bestimmungsfaktor innerhalb dieser Langkette. Und der zweite wesentliche Punkt ist, diese Energie, diese Entität, die reagiert unabhängig von unserem äußeren Einfluss. Wir geben höchstens die Energie dazu, um das zu katalysieren, in Anführungszeichen, auch wenn wir das nicht bewusst machen. Aber sie reagieren schon auf uns. Sie hat keinerlei Reaktion auf uns gezeigt und auch jeglicher Kommunikationsversuch, den wir gestartet haben, wurde nicht beantwortet. Sie ist also unintelligent. Haben wir diese zwei Faktoren im Bereich der Phänomenologie, Bereich Entitäten, dann können wir mit Sicherheit sagen, es handelt sich um ein Spektrum. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In der Endcard folgt gleich noch unsere Frage, ob ihr irgendwas Besonderes erlebt habt. Könnt ihr euch gerne noch anschauen. Wir freuen uns auch, wenn ihr darauf reagiert. Und ansonsten verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal und hoffe, wir hören bzw. sehen uns bald wieder. Tschüss! Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und eine Untersuchung machen. Da ist bestimmt was. Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.